So ihr Lieben, herzlich willkommen zur 300. Folge Fortnite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, 300 Folgen Fortnite, ist das zu fassen. 300 Folgen. Ja. Und am Ende der letzten Folge war ich ja groß. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich war gerade klein. Wir testen heute, oder wir zu dritt testen wieder mal eine Waffe, und zwar den Elektronenröhrenwerfer. Ja, das Ding ist übelst geil, das habe ich im letzten Jahr schon vorgestellt, also der geht richtig ab. Falls ihr den haben solltet und ihr heute dieses Jahr wieder bekommen solltet, freut euch, der ist richtig cool. Ja, der kostet auch bloß 3 Obsidian, also richtig günstig sozusagen, und den könnt ihr auch nur auf Obsidian machen. Ja, ich habe natürlich wieder Shadow dabei und natürlich Marco mit M. Hi. Auch schon aus Chatedon genannt und German Elite 16839. Hast du eigentlich Meise? Hast du da gesoffen, wo du den Namen eingegeben hast oder was? Ich weiß es nicht. Bring mir Stoff. So, und ich habe natürlich einen guten Tipp bekommen von Chatedon. Ich sollte mal den 8-Bit-Demo mit ihm spielen. Soll effektiv sein. Oder so. Warum? Genau. Warum soll ich effektiv sein? Die Unterklasse Dämonierer. Ja, Da der Explosionswaffen unterstützt. Also. Und wir haben eine schöne hier Altklassmission in der Geisterstation. Wir müssen ja komische Laternen suchen, ne? Aber übrigens alle Laternen. Wir müssen ja den Auftrag noch locken. Sonst vergessen wir das wieder. Und zwar hier Nachtsicht, ne? Mit F und so. Niemals vergessen, immer locken. Und jetzt können wir auf die Karte gehen. Dann müssen wir Laternen suchen. Öl-Laternen. Ja. Das machen wir diesmal in der Atlas-Mission, 76er, weil die Röhrengewerber will testen wollen und so, und deswegen. Ja, natürlich vergessen wir doch nicht die Grüße. Die Grüße. Die Grüße. Diesmal fährt aber der Shadow an. Haha, da kann ich schon mal sagen. Da geht's ich ab. Ich grüße den Dexter Fexter und einmal das Reitergür 2003. Und weil er gerade so frech gelacht hat, doch der Morgen mit Emmett. Oh. Cool, dann grüße ich den Danny Cash 2004 LP und den Patrick Oberkreis. Okay, genau. Ganz, ganz liebe Grüße an euch vier, und jetzt kommen meine zwei. Und zwar an den Allzweck-Troll TV, ganz, ganz liebe Grüße an dich, cooler Name. Und an den Sea Omer. Ja. Ja, sehr Oma. Ganz, ganz liebe Grüße an euch sechs. Vielen lieben Dank für euren Support und Unterstützung. Und jetzt gehen wir in die Mission. Let's go, Finger und Po. Nee, lass das lieber, es tut weh. So, ihr Lieben, da fangen wir mal an. Und weh, spielt einer von euch an meinem Knüppel rum. Der Flipschropper Eis, ne? Hinter meiner Hinterfurt hat keiner was zu suchen. Auf jeden Fall habe ich jeden von den Spitzlo, hau ab, 3 Röhren. Werfer hingelegt, ne? Ich bin mal gespannt, wie sie das Ding finden. Also ich finde das Ding geil. Und die haben mir natürlich auch das Obsidian dafür gegeben, ne? Der kostet ja plus 3, deswegen legen wir jetzt mal los mit der Kategorie 3 Atlas. Ihr wisst, was ich meine. Und gleichzeitig müssen wir ja noch Laternen suchen. Laternen. Und die alle finden ja noch ein bisschen. Ich will es mal hoffen. Dieses Ziel ist eine Herausforderung. Such weiter. Wenn wir natürlich ein Lager finden, wäre natürlich toll, ne? Ja, das ist einfach schön. So, Öllaternen. Da sehe ich eine Öl. Wir sind hier über Lampenöl gestolpert. Hilft das? Desiree wieder. Ja, nehmt davon so viel wie möglich mit. Alles klar. Yeah, wir haben schon einen Öllaterne. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Den Hüpfdöl unterwegs hier? Rate mal, was wir gefunden haben. Du musst dich wirklich nicht jedes Mal melden, wenn ihr Öl findet. Nicht, dass ich den Einsatz nicht schätzen würde, aber wir können das auch auf Vertrauensbasis regeln. Wichtig ist bei den Konstrukteuren. Story. Schon vorbei, verdammt. So, da unten haben wir Nebelmonster, die klatschen wir kurz mal weg. Bam, bam. Alter, 3 Bälle kommen da raus, das sieht so cool aus. Oh ja. Da stecken sich wieder Busch in die Griebel. Und das Ding hat sogar noch Leidensschaden dazu. Ist das Leidensschaden? Aber nee, Feuer ist das nicht, das ist Leidensschaden. Ja. Leitschaden. Siehst du? Brauch ich gar nicht reinzugucken, brauch ich gar nicht mal zu lesen. Ich sehe das sofort. Das ist die ganze Erfahrung als Fortnite. Was? Ich kann Profi. Als wenn ich Erfahrung hätte. Was? Auf jeden Fall brauchen wir Laternen, ne? Laternen so. Du versteckst dich. Hau ab! Ich hoffe, wir finden noch welche. Also, eine haben wir ja schon. Hau doch mal ab, Mensch! Also, kommen wir eigentlich ganz gut durch mit dem Ding. Schöner Leitenschaden für die Monster. Geil. Na, wie viel brauchen sie? Ja, der kriegt eigentlich ordentlich. Oh, ja. Schön ins Gesicht.
Uiuiuiui. Der Nebelmonster. Hallo. Hallo. Hier ist der Fall. Jetzt, hallo. Boah, jetzt wo ich schießen wollte. Spitzel. Kleines Lager? Kleines Lager am Spüren? Mittleres. Ja. Das ist doch ohne Öllaterne. Warum kann ich denn die nicht mitnehmen? Ey, das ist doch voll unfair. Weißt du, hier steht eine Öllaterne, ich kann sie nicht mitnehmen. Manu. Ja. Oh, Sturmchest. Reich. Sturmchest. Wo ich jetzt auf die zwei faulen Säcke noch warten muss, weil die ja wieder am anderen Ende der Karte sind, können wir kurz mal in die Luft schießen und sehen, wie das Ding aussieht. Das sieht so cool aus. Das erinnert mich irgendwie an das Donner vor 2, diese Plasmawerfer. So, können wir anfangen? Los. Los. Trönchen raus. Also das Ding ist geil, diese drei Plasmabälle, die hauen voll rein. Voll nein! Ob man auf den Dinger so reiten kann? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Das glaube ich nicht. Probieren wir was studieren? Stimmt nicht, dass das funktioniert. Das sind ja Plasma-Bälle, das sind ja keine Raketen. Ich war ein Bär. Auffüllen! Also ich mag den 8-Bit-Demo eigentlich vom Aussehen, aber ich finde ihn absolut langsam. Das ist einfach so langsam Ente, ey. Das ist unnormal. Unnormal! Ach hier, Laterne! Mehr Öl! Mehr Öl! Nein, ich hab's schon wieder getan! Entschuldige, ist eine hartnäckige Angewohnheit. Positive Bestärkung wird bei uns groß geschrieben. Das geht dann so nach dem Motto. Juhu! Du hast die Sache gefunden! Ich weiß deinen Einsatz zu schätzen! Lass uns reden! Ich muss jetzt wirklich weiterarbeiten. Ja, das musst du! Musst weiter an diesem. Basteln. Musst das Projekt fertigstellen, dieses. Was soll die bitte basteln? Das du baust, weil. Genau. Was genau baust du und warum? Geheimnis. Also ich vermute mal, sie baut eine Öllaterne, weil wir da Öllaternen suchen. Sie baut eine Riesenöllaterne. Oh, hier oben sind nochmal... Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Mike. Komm her. Okay. Ihr seid doch Helden. Ja. Nein! Ich wollte doch nicht runter. Wir sind richtige Helden. Laterne, Laterne, Sündemöd entstanden. Was ist denn das Scheißding? Boah, wie weit und noch, ey. Das super war mein schön. Metall, du. Oh, Gott. Oh, super Truhe gefunden. Geil. Oh, schau, mehr Öl. Du Scheiße. Hängst du? Hier hängst du. Abschütt, abschütt, abschütt. Tut mir leid, ich kann nicht. Aber ich weiß, dass du ein Gerät zur Rissstabilisierung baust. Und muss einfach den Grund dafür wissen. Und wie sah dein Plan aus? Wolltest du mich nerven, bis ich es dir sage? Ja. Das klingt zwar simpel, funktioniert aber fast immer. Mach mal auf den Kisten. Ist hier keine Kiste? Na hier. Achso. Oh, Riesenzwerge! Was ist denn das für ein komisches? Ein Tränter. Hä? Das ist ein Geheimnis. Das tränende Ding hier ist ein Geheimnis? Kann ich gar nicht abbauen. Ich hab keine Ahnung. Kannst du abbauen, doch, hat aber jetzt willst du viel leben. 4200? Aber ich weiß halt nicht, was damit. Das hab ich schon. Nein, da passiert nichts, da passiert gar nichts. Da ploppt nichts raus oder so. Weißt du, schon mal 9 Zwerge und den Drop. Ist ja toll. Ich verstehe. Ich komme nicht mehr raus. Ich bin hier eingesperrt. Was macht ihr denn da unten? Hänge mich mit anfassen. Ja, alles klar. Das ist ein Geheimnis. Lache nicht, das ist unfair! Da haben wir hier den Atlas und hier haben wir noch eine Laterne. Laterne, Laterne. Nebelmonster und Sterne. Ne, Spinnwö! Das ist mein Haus! Das ist meine Residenz! Ja. Oh, aber schnell weg. Ups. Laterne? Oh ne, auf der anderen Seite noch. Müssen wir noch eine Tür aufmachen? Ey, die haben doch noch Vögel. Zack. Hallo auch! Melde mich nur wegen des angeforderten Öls. Wie lange soll die Belästigung noch gehen? Solange es im Boden Öl und in meinem Herzen einen unstillbaren Durst nach Wahrheit gibt. Also höchstens 10 Jahre. Ray, fürs Erste musst du mir wohl trauen.
Kann ich nicht. Noch nicht. Du hast bei der Sache keine andere Wahl. Ach komm schon! Nur ein Bösewicht würde eine Rissstabilisierung versuchen. Eine Rissstabilisierung? Warum soll man einen Riss stabilisieren? Wollt ihr, dass noch mehr Viehzeuge zu uns kommt? Ja, 4 von 7 haben wir von jeder Öllaterne. Ich vermute mal, so wie Shadows mir gerade gesagt hat, würde das es gewesen sein. Also er hat auch 2 Missionen gebraucht. Warum sollten wir mehr Glück haben? Bestimmt machen wir wieder 3 Missionen dafür. Yeah, ich freue mich. So, jetzt wurde ich gerade zur Hilfe gerufen von German Elite. Führt das Lager hier. Genau. Okay. Bist du da? Ich bin da. Sieht doch cool aus, auch in der Nacht, ne? Oh, wir hatten da geschissen. Entschuldigung. Hä? Geschissen? Wie? Was? Wie? Das war ein großes Loch, ja. Hab ich was verpasst? Ja. Der darf nicht vergessen, das Ding ist 106 oder das ist 76er Zone, ne? Also. Ach. Das ist jetzt keine Kunst. Ja, doch. Aber trotzdem ist das Ding geil. Ja, auf jeden Fall. Ach, damit muss ich zustimmen. Den Bonus nutzen kannst, von dem Konstrukteur, den du jetzt gerade spielst, musst du die Base aufbauen. Öner. Gute Arbeit. Ich spiel sicher. Du die Shadow. Ich bin immer sicher. Hättest du gerne. Durex. Du. Hast du jetzt Durex gesagt? Echt jetzt? Durex. Du, was ist denn Durex überhaupt gut? Weiß ich nicht. Ich bin irgendwo aufgeschnappt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, für was Durex gut ist. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich liegt es daran, weil ich es nicht benutze. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass... Ey, das lassen wir jetzt. Gut, Schluss. Aus. Gut, Atlas aufbauen. So, dann will upgraden. Ich weiß, Jofa hat gesagt, man braucht nicht alle Seiten upgraden, aber ihr wisst ja, ich bin verschwenderisch. Von daher ist das relativ jung in die Hose. Wie der Sturm sich dreht, ne? Wie der Sturm sich dreht. So, German Lead ist auch schon fertig, sehr gut. Ich würde sagen, da können wir starten, oder? Ja. Also ich habe wieder natürlich kein Blue, ne, weil ich ja wieder nur sinnlos durch die Kante gewackelt bin. Wollen wir es schwieriger machen? Na, aber freilich! Da können wir die richtig eintesten hier. Ja, ich nehme mal hier. Space. Nochmal Space. Gut, ich habe kein Blue Glow mehr. Du schaffst es, Kommandant. So, 8 Minuten verdeitschen und das mit dem Röhrengewehr. Röhrenwerfer, Entschuldigung. Gegen die bringt es natürlich nicht. Aber es sieht echt mau aus mit der Intensität von Höhlen. Oh, 308. Geht auch leider nicht durch die Höhlen. Wäre schön gewesen. Ja, gegen die Dinger klappt es nicht mehr. Ihr wurdet reingelegt. Kommt bei dir mehr da drüben, oder? Ja, nicht so. Das ist aber schlecht. Okay, bei mir kommt schon ein paar. Ja. Shadow, du machst das hier, ne? Ich will das Ding testen. Auch gegen die Abschirmhüllen kommen wir nicht durch. Das ist natürlich doof. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, ne? Alle Waffen, die vor den Höhlen kamen, haben halt den Effekt nicht. Ja, das ist total die. Also, wenn die Waffe jetzt rauskommen würde. Ich wollte jetzt gerade dämlich sagen, aber es ist echt bescheiden. Aber wenn die jetzt rauskommen würde, die Waffe würde durch. Durch die Schilde gehen, denke ich, ja. Naja. Aber vielleicht patcht das ja vor Epic Games noch nach. Hoffentlich. Was? Würde niemals passieren. Glaube ich auch nicht. Wisst ihr warum nicht? Weil sie ja immer noch nicht geschafft haben, nach so langer Zeit die Mieten anzupassen für eine SSV. Ja, stimmt. Ein Salut. Ist ja. Ist auch normal. Nee, das ist nicht normal. Na doch, Anfang. Was willst du mit 1er Loot in der SSV 4 2-Bit? Oder 3 2-Bit? Damit du nicht farmen gehst. Damit du farmen gehst. Oh Mann.
Eieiei. Hier, schmeiß das weg. Oh. Au. Sind meine auch kaputt. Du bist ja genauso verschwenderisch wie Shadow. Mann. Ja, obwohl ich sogar 4 hatte. In der Zeit, wo ihr 3 benutzt habt, habe ich 6 benutzt. Das ist echt schlimm. Ja? Ihr seid ja so verschwenderisch. Also ich muss in dem Schild bleiben, wenn ich die Bonus habe. Das ist aber doof. Da bin ich ja kartengebunden. Ja klar. Du hast eine relativ hohe Base. Warum habe ich jetzt das nicht aktiviert? Ihr wurdet reingelegt. Du kannst ja mit der Base auch switchen, ne? Also, du musst ja nicht rumstehen. Glaube, nö. Was macht denn der da drüben? Schön, ne? Nicht macht er, ne? Nicht! Nein, ich mach nichts. Ich mach nichts. Naja, du machst nichts eben. Ja, ich stehe einfach nur rum und benutze keine Waffe. Was ist das für eine Challenge? Nichts tun Challenge. Das Ding hat Leidenschaden, das finde ich eigentlich ganz gut. Weil manchmal brauchst du bloß immer auf die schießen. Aber der macht einen übelsten Flächenschaden. Oder? Mhm. Ist schon. Ja. Was schießt man daneben? Also. Macht er den weg, wisst ihr? Will ich gerade den Flächenschaden testen? Nee, ist egal. Mach ruhig! Mach! Ja, nee! Oh. Will ich die Spätze töten ab! Geil, Videospiel hinter mir. Ach, sind mal beigeschrieben. Deswegen hat's geleckt. Oder Gamerboy 2, Dusty ist dabei. Hallöchen, Popöchen, ganz kurz liebe Grüße an dich. Bam! Also, der Flächenschaden ist schon unnormal. Schieß mal auf den Boden da. Na gut, das war jetzt direkt getroffen. Das war schon wieder direkt getroffen. Wenn ich treffen will, treffst du nie. Weißt du, wenn ich daneben schießen will, treffst du. Das ist Kunst, der Arsch, ja. Das ist Kunst. Du machst sowas verkehrt. Idioten, sagt er. Der hat die beleidigt. Der 8-Bit-Demo. Der Spitze. Darf niemand beleidigt werden. Oh, was passiert hier? Weiß nicht. Bist du wieder voll am Rumstehen? Nur noch 30 Sekunden! Ja. Also mit dem Spiel, ich nehme halt, der ist so stinkbefaul, was? War ein Scherz. Ich hoffe, du weißt das. Ja, normal. Normal. Ja, normal. Aber nein. Unmöglich. Was? Kennt er wieder nicht? Meine Güte. Ich kenn gar nicht. Die Jugend von heute. Die weiß nicht. Ist nur Wermus das? Ha! Doppelschlag! Ne Wurst? Nie geschafft! Oh, ich hab Strahl am Arsch. Ungefähr, ne? Der Gamerboy 2, das hat nichts gemacht. Nix! Gar nix! Und kriegt trotzdem. Nur rumgestanden. Nee, Spaß, alles gut. So, haben wir wieder Maximallevel erreicht? Nee, ganz schade. Nur 2,4 Millionen Punkte. Warum denn nicht? Dim. Yeah! Beute Level 4! So! Bin jetzt gespannt. Warten kurz. Ja, diesmal hält er sich dran. Nämlich jedes Tag. Naja! Naja! So, Beute Level 4. Ich hoffe, es gibt kein Bier. Oh, 13.000 Skizzen-EP. Schmacki Fatzi! Schöne Sache! Und was haben wir hier so? Missionsalarmbildung? Nemo. So, und jetzt kommen wir zum Feedback für den Werfer. Erstmal muss ich ihn auswählen, sonst ist er dämlich. Dämlich kommt nämlich von dämlich, was? So, was sagt ihr? Also ich finde ihn geil, immer noch, so wie letztes Jahr. Richtig geil, nur leider nicht angepasst. Dass man nicht durch Abstimmung kommt, ist natürlich eine andere Sache. Aber was sagst du, Marco? Wie findest du das Ding? Also ich finde den Raketenwerfer echt gut. Man kann den auch wieder gut gegen Wasserhöhlen benutzen. Und ja, auch gegen große Horden. Sehr effizient. Aber gegen Feuer natürlich wiederum nicht. Sollte eigentlich, ja. Weil hat Naturschaden. Ja. Ja. Verbraucht keine Munition, sagt er. Das ist doch schön. So, was sagst du, Shadow? Schütterdong. Ja, das ist eins der geilsten Dinger. Der geilsten Dinger. Oh ja. Du weißt aber, es gibt einen Plasma-Flintenwerfer. Ja, aber das Ding haut schon. Nee, gibt's nicht. Voll Schwert. Nein, der Röhrenwerfer ist wirklich schon ziemlich in Ordnung.
Also die drei Kugeln sehen schon spacig aus. Es erinnert mich immer so, wie gesagt, schon an Dawn of War 2. Also ich spiele das Spiel wirklich sehr gerne, aber ich habe es noch nie gespielt, von daher. Ist auch nicht so schlimm. Ihr habt zwar eine halbierte Reichweite. Ja, ist aber wie beim Plasma-Zerfetzer. Ungefähr, ja. Ihr müsst den Schaden natürlich mal 3 nehmen, da ihr 3 Kugeln rausballert. Und ich würde empfehlen, den auf Crit zu perken, aber der ist ja schon auf Crit. Ist schon auf Crit, ja. Kritische Schaden, Haltbarkeit, kritische Trefferwertung, Schaden gegen verlangsamte Ziele. Die Haltbarkeit könnte man jetzt rausnehmen, weil auf dem Grund, weil wir schon Obsidian drin haben, könnten wir das rein theoretisch tun. Da schauen wir mal. Ne? Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Was steht denn die? Nachladegeschwindigkeit könnte man tauschen. Ja, toll. Mehr auf ja, das könnte man tauschen, ja. Man darf nicht vergessen, wenn man das Ding natürlich in Kombination mit dem Dämonierer spielt, ne? Und innerhalb der Basis steht, kannst du mal auf den Dämonierer draufgehen. Warte. Ich bin doch nicht der Schnellste. So, aufrüsten. Dämonierer bin ich, ja, Bodies. Und deren Perks, der, den Perks von den Typen. Steht's? Halt einmal. Explosive Überraschung, Köder explodiert, wenn er zerstört wird. Ne, das ist noch nicht. Wo ist er? Ach da, hier, schnelle Explosion erhöht die Nachladegeschwindigkeit von Explosionswaffen um 35%. Aber sonst nichts, ne? Und die Haltbarkeit. Und die Haltbarkeit. Die Haltbarkeit wird 50%. Ach hier, deine Waffe erleidet 60% weniger Haltbarkeitsschaden. 60, ne? Ihr müsst natürlich innerhalb der Basis stehen. Eigentlich nicht. Und könnt natürlich dann nonstop mit solchen Explosionswaffen, sich nicht nur den neueren. Wäre natürlich für die SSV ganz interessant, ne? Ja. Mhm. Auch möglich. Aber na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch, denn ich muss schon wieder los, denn ich muss groß. Bis zum nächsten Mal. Euer Vector für dein Raut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.